Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mich fertig machen und dachte, ich nehme euch mit. Ich wollte, und zwar habe ich noch ein Projekt hier am Laufen oder mehrere. Ich muss mal ganz kurz meine Foundation abwiegen, denn ich nehme, glaube ich, die Estee Lauder Double Wear mit rein. Meine ist nämlich leer und ich wollte aufschreiben. Ich möchte nicht, dass sie verkommt und ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie macht eine gute Deckkraft. Und wackel, wackel. Es soll heute um mein Gesicht natürlich gehen. Und ich dachte, ich mache so ein Try-on-Haul. Ich habe mir im Oktober, sag ich mal, nicht ganz so viel gegönnt, weil einfach die letzten paar Monate einfach ausgerastet bin. Und ich habe mir schon natürlich was gegönnt, aber noch nicht. Ich würde sagen, es hat schon den Rahmen gesprengt, finanziell. Aber ich würde nicht sagen, dass es so viele Sachen sind, sondern ich habe mir wirklich gut überlegt. Das sind schon längere Wünsche, aber auch so, ja, ich habe es gesehen, es hat mir gleich gefallen, weil ich wusste, worauf ich mich eigentlich einlasse, habe ich gedacht. Aber wir werden heute einfach testen. Ich fange, ja, wie fange ich am besten an? Ich trage meinen Primer auf. Ich benutze zurzeit den Love Perfectute Aurora Glow Primer. Er macht, ich würde sagen, fast nichts mit meinem Gesicht, was Foundation-technisch verschönert. Also ich merke weder den Primer auf der einen Seite, wenn ich Foundation-Test mache, noch auf der anderen. Deswegen, ja. Ich habe seltenst eigentlich Probleme. In letzter Zeit doch eher schon öfters mit Foundation gehabt. Komischerweise, ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann möchte ich noch etwas aufbrauchen. Ich habe keine Lappe. Und zwar habe ich eigentlich vor, den Arne Jacke Base, glättende Make-up Base leer zu machen. Das ist so ein Tiegel. Und es kam schon damals ziemlich angetrocknet an. Und es wird halt nicht besser, ne? Wenn es da noch länger liegt. Ich denke, so für die Poren. Man sieht es auch direkt, wenn man in den Spiegel guckt. Also ich sehe da schon einen Unterschied. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind euch nicht ganz so dramatisch, denn die Sonne geht und kommt, wann sie will. Wie gesagt, hier so in dem Wangenbereich, damit die Foundation einfach schöner aussieht. Mir gefällt tatsächlich die Foundation auch am besten. Ich muss das in meine Hose abschmieren. Ich halte das nicht aus. Ich habe zwar so Kosmetiktücher, aber es bringt mir nichts. Diese trockenen Teile hier. Genau, ich habe zwar ich habe zwar einen Schwamm und sowas und in Kombination die dunkle Foundation von Estee Lauder mit der hellen von Essence, die 30, ich könnte die noch in Ticken, also die kann ich zusammen mischen, ist aber immer so eine Geschichte, ne? Deswegen habe ich entschieden, ich benutze das hier, das mal zu Ende und das Problem ist an dieser Estee Lauder, der Pumper verstopft immer. Also bei mir jedenfalls. Da benutze ich ein bisschen Pinselreiniger, weil da ist genug Alkohol drin, um das zu säubern, also um Foundation abzunehmen. So mein Trick. Weil letztes Mal habe ich die Foundation an die Wand gespritzt, sehe ich gerade, und auf meinen kompletten Arm bis zum Ellbogen. Da kommt irgendwie nicht so richtig was raus. Genau, so. Im Moment mische ich die zwei. Ich benutze ungefähr, vielleicht seht ihr den Farbunterschied, ne? Wie dunkel eigentlich die Estee Lauder 3N2 ist und die Estee Lauder 1C1 Cool Bone. Ich habe sie extra nochmal in heller gekauft, damit ich die zwei mischen kann, weil das war unmöglich. Und ich dachte, es wäre so die perfekte Mischung, aber irgendwie habe ich nicht bedacht, dass das manchmal auch echt ein Fail ist. Ich muss sagen, die Nummer 3 ist ziemlich orange. Also ich werde ziemlich braun damit. Und ich hatte neulich sogar einen hässlichen Make-up-Rand, den ich nicht gesehen habe, bis ich mal im Tageslicht dann plötzlich an einem Spiegel vorbeigegangen bin. Und denke so, hä? Wie kommt das jetzt dahin? Deswegen schön runterziehen. Ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man mischt. Ist es ganz gut, wenn man lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, weil die Mischung, die man danach macht, entspricht wahrscheinlich nie der gleichen Mischung, die man davor hat. Das so zu machen, dann nehme ich mir den Rest der Foundation einfach auf meinen Beauty-Schwamm
und tupfe mir das ein bisschen nur so ins Gesicht. Einfach nur eintupfen. Mehr muss es nicht. Also an Deckkraft reicht mir das auf jeden Fall. Das waren ungefähr so 2,5 Pumper. Ich hoffe, ich kann das Video direkt hochladen. Heute ist immer noch Oktober. Es ist Ende Oktober, es ist Sonntag. Ich wollte mich fertig machen und dann einfach die Küche sauber machen. Vielleicht auch Boden wischen und so. Ich hätte es mal echt nötig. Spülmaschine ausräumen und Gedöns. Aber ich kann es irgendwie nicht so richtig ungemacht machen. Also wenn ich ungemacht bin, dann habe ich einen Concealer. Und zwar von, ja, P2. Den bin ich eigentlich am Aufbrauchen. Aber ich mische den mit Catrice Camouflage. So. Mit der Catrice Camouflage in der 020, weil ich mag den einfach lieber. Er ist flüssig, er passt sich, er macht ein super schönes Hautbild, wirklich. Also wenn man sich einen Concealer zulegen möchte, dann überlegt euch mal echt den in der Drogerie. Ich finde, dass der momentan im Moment, was ich jetzt so durchgetestet habe, in den letzten paar Monaten einfach das schönste Finish. Ich mag nicht so pastös, ich mag eher so wässrige, aber doch deckende. Und das auch an Foundation, denn ich habe immer ein Cakeface sonst. Immer ein Cakeface. So sieht's dann aus. Wenn ich das dann eingeblendet habe und dann benutze ich ein Puder, da muss ich auch immer variieren. Im Moment für meine T-Zone benutze ich das Astor-Puder, bis es halt leer ist. Und dann ist gut. Dann muss ich das auch doch nicht nachkaufen. Also stofftechnisch ist es anscheinend nicht so gut. Und auch so, ich habe genug und werde mich erstmal mit dem abgeben, was ich einfach habe. Ja, und das neigt sich echt dem Ende. Es ist so dünn, aber ich versuche das halt gleichmäßig aufzubrauchen. Deswegen sieht man nicht immer so extreme Fortschritte an so einem Puder. Dann für meine Poren um die Nase herum benutze ich das Too Faced. Also ich benutze tatsächlich drei Puders gerade, damit ich sie einfach gleichzeitig aufbrauchen kann. Und für meinen Rest des Gesichtes benutze ich meine eigene Mischung. Mittlerweile hat sie so einen leichten Glow mit drin, was ich eigentlich ganz nett finde. Und ein bisschen heller geworden durch den Lidschatten, den ich da reingegeben habe. So. Unter den Augen kann ich nämlich dieses Puder jetzt auch tragen, weil es eigentlich hell genug ist. Und ja. Dann für meine Augenbrauen kann ich benutzen entweder die Augenbrauenpomade. Ich glaube, ich benutze die Augenbrauenpomade von Benefit, aber mit einem anderen Pinsel. Ich finde den Pinsel zwar gut, aber er reicht mir nicht so richtig aus. Ich muss meinen eigenen nehmen. Und zwar eigentlich Liebste von zu Eva. Das wäre dann das Highlight der Woche, wenn ich diesen Pinsel jetzt auf die Schnelle finde. Ja, genau. Zu Eva kann ich da empfehlen. Oder auch BH. Die haben auch relativ gute Pinsel. Oh, was ist da denn jetzt? Ich benutze den aus dem Blooming. Nee. Ich weiß es nicht, aus was für ein Set. Meine Tochter hatte meine Pomade schon in den Händen. Wenn das nicht richtig geschmeidig genug ist, kann ich euch einfach auch empfehlen, wenn ihr einfach einen Tropfen, einen Mini-Mini-Mini-Tropfen in eure Pomade oder in eure Lidschattenbase packt. Das funktioniert auch. Ich mache einen Tropfen von Fix Plus jetzt mal rein.
und versuche das irgendwie umzurühren. Meine Nase juckt. Weil da auch Glycerin drin ist. Heute ist die Zeitumstellung. Heute ist Sonntag. Der. Keine Ahnung, ich lebe nicht so richtig nach Datum, nur nach Wochentage. Und dann bin ich froh, dass ich die wenigstens weiß. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin halt nicht so davon. Ja, keine Ahnung, was ich euch damit sagen will. Ich finde einfach das mit der Pomade wirklich gut. Und wenn man einen guten, gescheiten Pinsel hat, dann funktioniert das auch gut. Es wird nur schwierig, wenn man eben keinen gescheiten Pinsel hat. So wie der von Benefit, der ist mir einfach zu popelig. Ich brauche da schon mal einen längeren Stiele. Und dann kann ich auch meine Augenbrauen gut machen. Ich habe echt gute Augenbrauentage und echt beschissene. Da wünsche ich mir echt, ich hätte einen Tätowierer neben mir, der mir einfach meine Augenbrauen herrchen macht. Man kann halt einfach mit leichterer Hand arbeiten, finde ich, wenn man die Pomade mit einem längeren Pinsel. Denn ob ich jetzt nun sowas Popeliges da habe oder halt eben was anderes. Ja, Carbrow kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir das auch in größer gekauft. Schaut mal, also ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit den Augenbrauen heute. Ja, ich bin derzeitig nicht so ganz mit meinem Lebensstil zufrieden. Ich möchte weniger besitzen, mich verkleinern, für irgendwie was anderes aus mir machen. YouTube macht mir Spaß, deswegen mache ich das ja. Es ist eine große Leidenschaft von mir schon jahrelang, bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Ich habe mich noch nie getraut. Ich bin eigentlich echt vom Typ, also wenn man mich kennenlernt, schüchtern und dann blühe ich halt auf. Da weiß ich, wie die Menschen reagieren, wie sie drauf sind. Ich bin halt erstmal so der Beobachtungstyp. Eher so erstmal so zurückhaltend. Und dann geht's ab, die Post. Heute möchte ich. Ich möchte nichts verändern. Ich trage heute meine Lidschattenbase auf. Ich habe da so einen Pinsel, den ich gerne dafür austesten würde, aber genug geeignet dafür ist. Und zwar der von Tarte. Sonst gebe ich den nämlich ab. Weil ich sonst keine... Man kann zwar großflächig verblenden, aber ich habe so zwei, drei Stück, die ich lieber mag als den hier. Deswegen habe ich gedacht, ja komm, kannst dich doch trennen. Oder als Highlighter-Pinsel, ne? Ich weiß auch gar nicht, für was er gedacht ist. Und mir gefällt einfach nicht die Dicke vom Pinsel. Ich mag eher so filigranere Pinsel, die ich gut halten kann. Die von Zu Eva reichen mir völlig aus. Vollig. Vollig. Genau, was wollte ich heute testen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ach ja, genau. Try-on-Haul. Ich zeige euch erstmal, was ich geshoppt habe. Zwischendurch. Also das ist ein Haul von Oktober. Das andere, was ihr gesehen habt, das war schon im September und sowas. Also das habe ich mir alles davor gegönnt, weil ich im, ja, ich muss sagen, erst jetzt dann im Oktober angefangen habe zu kaufen. Mein Highlight überhaupt ist das, was ich mir geholt habe. Ich habe mir drei Sachen von Anastasia Beverly Hills geholt. Zum einen das Glow Kit von Dead Glow Anastasia Beverly Hills. Das ist dieses hier, ich habe schon zwei, eins bin ich aktuell im Insta-Sale am reinstellen oder es ist schon drin, weil ich nicht so oft Einhornfarben habe. Ich bin eher sowas, so bronzy, goldig, fand ich richtig, richtig toll. Es war niegelnagelneu, ich habe bisher nur die zwei Farben benutzt, sehe ich gerade. Und meine Maniküre darf auch heute dran glauben, heute Abend, weil tagsüber schaffe ich es nicht. Ich bin, ja, ich kann euch zeigen, welches ich noch habe, wenn ich es auf die Schnelle finde. Eigentlich habe ich es mich schon sortiert. Da. Oh ja, genau. Ich habe jetzt diese zwei und die sind für mich total alter. Ich hätte noch das Zucker und dann
Ich bin aber schon mit dem hier zufrieden. Wir können die zweimal vergleichen. Ich habe Sun Deepet, also etwas dunkler, also für den Sommer und so. Wobei ich es echt wunderschön finde. Beide Kids. Das hier ist das Neue und das ist das Alte, was ich mir gegönnt habe. Und ich finde beide wunderschön. Das eine ist etwas alltagstauglicher, sag ich mal, als das hier. Die Bittner, ne? Ist eher so Sommergeschichte. Und ja, habe ich ganz, ganz günstig erworben und war ganz froh, dass ich es jetzt einfach in meiner Sammlung habe. Weil ich es wunderschön finde. Also Anastasia Beverly Hills Highlighter finde ich wirklich schön, vor allen Dingen am Reezy, der aber auch ein Dupe hat von MAC. Also falls man daran nicht kommt, auch von der Textur, dann habe ich mir, wie gesagt, von Anastasia Beverly Hills eine Palette Soft Glam gegönnt. Ich könnte eigentlich die Make-up Revolution dann aussortieren, aber die werde ich mit auf Reisen oder sowas nehmen. Ich finde das wunderschön. Die Steffi hat es so super günstig abgegeben und es ist genug Produkt, sag ich mal, da. Es ist zwar benutzt, aber ich würde nicht sagen, dass es so benutzt ist, dass es Hitte Pens oder sowas hat, was ich nicht so schön finde, weil ich will selber welche reinhauen, ne? Deswegen, die Palette könnten wir heute entweder testen oder ich habe mir noch eine gegönnt, weil sie hatte zwei drin und ich bin einfach hin und weg gewesen. Klar. Und Sultry. Das war auch eine, wo ich gedacht habe, boah, die Verpackung, schaut mal. Allein wegen der Verpackung, vom Finish fühlt sich das fast an wie nasse Wolle, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ist eher so eine, ja, Alltagspalette, ein bisschen bronzy, bisschen von allem etwas, richtig alltagstauglich mit einem Eyecatch drin und Silber und Bronze und Gold, also Gold nicht so, eher so kühlere Bronze-Geschichten und wirklich ein Träumchen. Hat sie weniger benutzt? Aber, ja. Pinsel könnte ich eigentlich rausmachen und mal waschen. Finde ich toll. Also wirklich, wirklich Schnapper gemacht und musste ich sofort zuschlagen. Auch wenn ich vorher mir gesagt habe, ich kaufe jetzt nichts, weil ich mir... Kommen wir auch... Wo ist jetzt die Verpackung? Ja. Ich habe jetzt mittlerweile drei Anastasia Beverly Hills Paletten. Modern Renaissance, Soft Glam und dann habe ich mir, warum ich eigentlich mein Kaufverbot gesetzt habe, weil ich unbedingt diese Palette haben wollte, als er auf dem Markt erschienen ist und Swatches und nicht die Swatches, sondern die Farben, was es einfach vom Inhalt hat, ne? Es hat 28 Farben und es hat 120 Euro. Nee. Super, super schön. Gefällt mir von den Farben unheimlich gut. Die Qualität, ich kann nichts dazu sagen. Wir werden definitiv 5, 6 Looks damit machen. Vielleicht haue ich das in einem Video rein, wo ich sie das erste Mal teste. Und dann mache ich ein Video, wo ich immer jeden Tag einen Look damit mache. Damit wir einfach gucken können, was die einfach drauf hat. Wie schön. Ich finde von der Sortierung ein totales Durcheinander in meiner Birne. Mein Monk in mir drin sagt, sortier es nach Farben. Das heißt von hell auf dunkel und blau zu blau, damit ich weiß, was ich habe. Hier könnte man zum Beispiel immer so einen Viererpack nehmen, ne? Vielleicht hat sie das auch sich so gedacht, keine Ahnung, was sie sich da gedacht hat. Oder so, ich habe keine Ahnung, wie sie sich das in ihrem Kopf vorgestellt hat. Für mich ist es ein einziger, Obstsalat. Da liegt meine Birne, da liegt meine Pflaume, ne? Und dann irgendwie mal einen Apfel zwischendurch reingeworfen. Von dem Spektakel, sag ich mal, innen drin bin ich nicht ganz so berührt, aber die Farben sind unheimlich schön. Ich trage gerne grün, blau nicht, aber blau ab und zu. Und der hat mich sehr, sehr stark an den von Daisy und Katie erinnert. Der hier, der blaue. Und ja, ich finde es einfach schön. Sorry, aber ich finde sie so wunderschön. Sie musste so, so sofort her. Ich habe einige Sachen verkauft, weggeschickt und dann kam diese Palette und dann habe ich 3 Tage drüber nachgedacht und gedacht, ja, komm, das kann ich auch mal machen.
Kiddies hatten auch noch was davon. Die haben ein paar Schuhe bekommen und ja, die hätten so oder so Schuhe bekommen. Aber so kann man das auch machen. Wisst ihr, ich habe weniger und habe sehr viel, sage ich mal, 30 Teile oder sowas, bin ich losgeworden und habe davon vielleicht höchstens 10 geholt. Also wisst ihr, was ich meine? Da ist die Relevanz einfach, das vergrößert sich nicht. Wobei ich sicherlich noch mal irgendwann wieder aussortieren werde, aber dieses Teil werden wir auf jeden Fall in eine First Impression testen, wo ich einfach emotional startklar bin und heute möchte ich einfach einen Alltagslook. Dann habe ich mir gegönnt von Colourpop habe ich mir eine Palette. Ich dachte, sie wäre eine Creme-Basis. Das rattert darum. Ja, es hat so rumgerattert. Das muss ich nochmal festkleben. Oder ich hole es raus. Und zwar diese zwei Farben hier von Colourpop. Für mich war das eigentlich ein Creme-Finish. Ich habe natürlich nicht nachgelesen, was das ist und habe es einfach genommen, weil ich es einfach schön fand. Sie war auch mit dem Preis verhandelbar und ja, man kann fragen, kann man immer. Also ihr dürft auch mich fragen, ne? Vom Verhandeln und keine Ahnung was. Ich bin da nicht so, dass ich sage nein. Aber wenn man dann einfach so dreist ist und sagt, wenn ein Buch schon, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Euro kostet und dann anfangen, was ist ihr letzter Preis? Dann denke ich mir, sorry, 10 Euro vielleicht? Das mache ich übrigens auch beim Flohmarkt. 1 Euro? 1,50 Euro? 10 Cent? Entschuldigung, machen wir 3 draus. 3 Euro. 30 Euro. Wunderschöne Farben. Also das Rosa, ja, wir tragen es einfach zusammen auf. Ich würde sagen, wir tragen es zusammen auf. Ich benutze dieses Kit heute und nächstes Mal benutze ich das Glow Kit von Anastasia Beverly Hills mit der Natasha Denona Palette. Gott, mein Freund weiß, dass Natasha Denona so teuer ist. Also. Ich benutze erst den Highlighter von Colourpop. Blöderweise ist das rausgefallen. Das habe ich beim ja, Versenden überhaupt nicht gemerkt. Schaut mal. Echt subtil. Richtig alltagstauglich. Also Colourpop, wenn das mal nach Deutschland kommt, na, dann müssen wir einfach eine Shopping-Therapie machen. Bestimmt hauen sie dann die Preise erstmal hoch, weil es ja Germany ist und die Leute können sich das ja mal leisten. Irgendwie gehen sie immer davon aus, dass Deutschland so reiche Leute bei sich hat. Hallo. Oh, ein krankes Mäuschen. Und dann gehe ich in den Blusher. Da benutze ich. Das ist auch ein mattes Blush. Ist nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Die Farbe fand ich ganz nett. Also ich dachte, das wäre so eine Creme-Geschichte, weil ich habe von Colourpop was. Und das ist so eine Geschichte. Also wird heute so ein bisschen rosig. Aber wenn man großzügig mit dem Highlighter arbeitet, dann geht das ja. So. Wir kommen dann auch zu den Palettchen. Heute, also genau, Palettchen. Ich habe mir Z-Paletten bestellt. Eine große und zwei so kleine. Was heißt bestellt? Ich habe sie bei Kleiderkreisel gefunden, günstig abzugeben und habe gedacht, jawohl. Und ich habe mir was zusammengestellt und ich finde das super, super schön. Wie gesagt, ich sortiere es immer nach Farben. Es wird auch immer so bleiben. Jeder sortiert ja anders da. Jeder hat was Eigenes im Kopf. Seht ihr, aber ich habe hier eine wärmere Richtung, eine kühlere Richtung und etwas neutrales Braunes, wie ich finde. Und das ist für mich sinnvoll in meinem Kopf. Wunderschön, wunderschön. Und die Farben hatte ich aber schon in all kleinen Paletten, so wie diese hier, die ich euch zeigen werde. Ja, und zwar diese hier. Und die fand ich auch super schön für den Sommer eigentlich. Für mich echt eine Sommerpalette, die ich heute nicht austesten werde. Aber ich dachte, ich kann ein bisschen mischen. Und das ist die hier. Und ich finde das wunderschön. Ich kann Oktoberhaul ja auch so mit abschließen, weil ich nichts kaufen werde, auch nicht im November. Ich habe es nicht vor. Es gibt nichts, was ich im November bräuchte, denn es kommt Weihnachten und sowas. Und meine Tochter hat jetzt Geburtstag. Und alle sagen so, wieso nicht Natasha Denona? Weil ich hier heute einfach die Softglam austesten möchte.
Ich habe meine Lieder ja gerade eben mit euch vorbereitet. Das war's auch, was ich mir gegönnt habe. Ich habe mir eben, wie gesagt, noch eine zweite. Ich meine, vom Preis her, wenn man das so sieht, war schon relativ happig, ne? Also happig nicht, weil es überteuert war, aber es ist vom Gesamt her wieder an die 200 trotzdem, ne? Wenn ich das so mir, nee, nicht an, sondern ein bisschen über. Naja, das ist das gute Stück. Total soft von der Verpackung her. Gefällt mir persönlich nicht. Also ich brauche sowas Softes nicht. Die Pinsel, wie gesagt, muss ich waschen. Die werde ich auch waschen. Und ich fange mal an. Ich nehme einen fluffigen Morphe-Pinsel M518 und gehe hier in dieses Orange Soda. Und verblende mir das erstmal oberhalb. Das erinnert mich an das, was ich gerade vom Colourpop gekauft habe, das Orange da. Und verblende das. Ja, wenn man auch sich einfach das zusammenstellen kann, was man braucht. Colourpop ist eigentlich immer gut. Aber ich bestelle nicht in Amerika. Ich gucke, was Kleiderkreise zu bieten hat, wenn es mir gefällt, preistechnisch. Manche hauen drauf, manche wollen es einfach loswerden. Das merkt man dann schon. Die wollen es einfach nicht haben, ja. Das ist halt einfach so. Boah, ich habe Knete auf meinem Finger. Dann benutze ich ein Zoeva-Pinsel. Ich schäme mich für meine Nägel. Burnt Orange. Und setze es mir in die Lidfalte. Mama, hier war noch so ein Huhn. Ja, einer ist im Badezimmer. Benutz den, den du hast, und ich hol dir gleich den aus dem Badezimmer. Okay? Im Moment brauchst du ja nur eins. Dann nehme ich hier Cypress Amber. Auch mit demselben Pinsel. Also wenn man guckt, ich streiche eigentlich nur. Darf man fast nicht tun. Also ich nehme immer das Abgeklopfte immer noch mit dem Pinsel auf. Ich habe noch keine einzige Rückmeldung, um ehrlich zu sein, von den Kindern bekommen, die wir zum Geburtstag letzte Woche eingeladen haben, weil meine Tochter ja immer einen Feriengeburtstag hat. Dann wüsste ich schon gerne, ob überhaupt welche Kinder kommen oder alle im Urlaub sind. Aber ich weiß auch nicht, ob das so schwer ist, einfach mal eine SMS zu schreiben oder was da los ist. So. Einen kleineren Pinsel. Wo ist denn das? Aufmachen, rausmachen. Naja, dann habe ich wieder Knete an meinem Finger. Full Devil. Full Devil. Full Devil. Das heißt schon, was? Eklig. Pass auf, da steht mein Kaffeeschatz. Mein Pinsel ist jetzt auch in der Zeit getrocknet. Und ich kann anfangen, mir das Dunkle auch unten an den Wimpernkranz zu geben. Wisst ihr was? Ich mache das mit dem Anastasia Beverly Hills Spiegel. Dann erkennt ihr wenigstens was. Aber wenn ich jetzt wieder in meinen eigenen Spiegel gucke, dann gucke ich ja runter und dann seht ihr meinen Haaransatz. Wie spannend. Wow. Wow. Welche ist eure absolute Anastasia Beverly Hills Lieblingspalette? Die Norwina, habe ich gedacht, ist so lila-lastig. Dann würde ich lieber von Natasha Denona die Lila holen, die gar nicht so lila-lastig ist. Ja. Morphe. Pinsel. Ich greife natürlich wieder zum Morphe-Pinsel und verblende das Ganze einfach nochmal, damit es richtig schön soft wird. Auch unten. Und da kann man aussoften, wie man möchte.
Ja, Brauntöne steht jeden. Also das ist eine absolute Must-Have-Palette, würde ich sagen, von den Tönen her. Es ist Gold, es ist hell, es ist was Moviges dabei, also alles Mögliche. Und oben an, also der Highlighter ist echt schön, der ist super subtil. Der hat, macht die Poren überhaupt nicht groß. Man hat einen richtig schönen Glow, aber nicht zu balkenlastig. Es gibt manche Highlighter, die lassen sich eben nicht so verblenden, wie man es gerne hätte. Und genauso wie Lidschatten können echt schwierig sein. Ja. So. Mich spricht ja alles hier in dieser Palette an. Mich spricht einfach tontechnisch alles an. Ich würde auch gerne alles benutzen. Ich mache mal meinen Pinsel sauber. Ich benutze den zu Eva. Mama. Ja, ich helfe dir gleich. Rika, was? Was denn, Schatz? Kannst du das so ein... So, ich benutze das Rosa, das spricht mich jetzt gerade am meisten in der Mitte an. Das und das Gold spricht mich auch unheimlich an. Ich gehe mit dem Pinsel erst in das Produkt rein. Uah, das ist sehr, sehr pudrig. Also sehr, sehr viel Produkt kommt einfach raus. Und ich habe Angst, es zu verschwenden. Deswegen klopfe ich das immer wieder in die Palette zurück, damit wir einfach das beste Ergebnis erzielen können. Denn diese aufgewirbelten Pigmente nehme ich dann wieder mit dem feuchten Pinsel auf. So gibt es kein Hardpen. Also, wenn ihr als Bilder sehen wollt, was ich so in der Woche schminke oder so, könnt ihr mich gerne bei Instagram abonnieren. Ich finde es einfach sehr schön, dass man da einfach sich auch austauschen kann. So. So. Dann benutze ich den Ton nebendran. Das ist so ein Sultry, so ein Braun-Rot-Gemisch irgendwie. Auch den sprühe ich so ein bisschen an. Der Sprühnebel ist einfach ein Traum. Alleine wegen der Sprühflasche lohnt sich schon fast 30 Euro auszugeben. Nicht das kleine Scheißerchen, aber die große davon kostet 30 bei Douglas. Naja, mit 20% seid ihr dann bei 24 Euro. Das geht dann ja noch. Ist noch okay, ne? Kostet Fixplus ja auch. Ich würde mir Fixplus nachkaufen, sage ich mal, wenn ich irgendeinen Unterschied sehen würde. Ich habe das Gefühl, bei glycerinartigen Sprays creasen meine Augen noch mehr. Was mich natürlich sehr nervt dann. Ich trage auch nochmal mit dem Pinsel nochmal... ich gehe nochmal in das, was ich da... habe und trage mir das an unteren Wimpernkranz auf. Heute, ja, Schatzi, benutze ich Kajal. Ich komme sofort. Von wie heißt das? Das heißt BH und ist nicht so lang anhalten, wie ich finde. Also Modern Renaissance, ich bin einfach 3 Jahre zu spät mit ihr. Ich höre kaum noch einen davon reden. Ich finde sie schön. Sie hat so neutrale Töne irgendwie, so kühle und neutrale. Dann feiere ich sehr. Ohne Produkt gehe ich einfach nur so an die Ecken und versuche das hier noch so zu verblenden. Im inneren Augenwinkel, also das ist dieser Powerpinsel. Nein. Ist es nicht. Ich benutze einen Cool Kajal Stift von Essence und gehe so an die untere Wasserlinie, um einfach so einen Effekt zu erzielen. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen dunkler. In der Soft Glam gibt es auch einen Schwarzton, habe ich gerade gesehen.
Und Mama, dann kann ich, Mami, ja, Schatz, ja. Ja, gestern das auf T-Bau. Ja. Mit dem Ton so zu versmatschen. Ich weiß. Also, ich habe das Pinguin und das da. Ja, das stimmt. Aber nicht noch rein. Mama, meine. Da, er will sei ein Geilne. Nein. So, weiter geht's. Ich habe mal meine Lippen gemacht mit Embellishment. Es ist echt eine gewagte Farbe, würde ich sagen. Mir gefällt's aber, wenn ich den äußeren Bereich, sage ich mal, mit Embellishment mache und irgendwas Helles innen drinne. Es sind hier auch nur 4 Milliliter, also man braucht sich nicht denken, boah, das hält ein ewig. 4 Milliliter ist nicht viel, was die Lippe angeht. Wenn man es vor allen Dingen täglich trägt. In letzter Zeit mag ich es super gerne, aber es kann auch wieder sein, dass ich eher... das war so diese Kombination auch, ne? Dunkel-hell, so ein Ombre-Lip, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Aber das ist so... Ich finde so dunkle Lippen irgendwie cool mit so einem Looks. Es fehlt eigentlich nur noch die Mascara und dann bin ich fertig. Ich habe auch mein Gesicht anfixiert, sag ich mal, damit. Ja. Dann habe ich noch Locken von vor 2 Tagen. So leichte Wellen, würde ich behaupten. Ich könnte noch meinen Innenwinkel highlighten. Dann brauche ich aber irgendwas so... so fluffy geht. Dann benutze ich einfach diesen kleinen fluffigen Pinsel und gehe in den hellsten Ton rein und setze es mir eigentlich nur in den Innenwinkel so. Vielleicht auch ein Ticken unter der Augenbraue. Und hier noch. Und das war's. Wie gesagt, ich mag diese Palette, weil ich schon das Dupe dazu sehr mochte. Ich habe es zwar natürlich nicht so oft genommen, weil ich einfach High-End bevorzuge mittlerweile. Es ist schon so, dass ich eigentlich mich täglich mit High-End schminke auch. Ich muss sagen, auf Mascara könnte ich im High-End-Bereich verzichten. Auf Foundation, ja, ich teste mich halt irgendwie gerne durch. Ein bisschen sehe ich aus den 90er Jahren mit meinem Pony hier, vor allen Dingen. So. Ja, und NYX ist so beppig. Das beppt. Ah, die Lippenstifte von. Muss ich unbedingt in meinem Projekt mal sagen. Die Lippenstifte von Mary Kay würde ich niemandem ans Herz legen. Sie sind austrocknend. Persönlich muss ich sagen. Lang anhalten, ja, für einen Lippenstift schon, weil das so antrocknet. Und dann kleben meine Lippen zusammen. Meine Tochter hat auch gesagt, und wenn man den das zweite Mal aufträgt, dann trocknet die Lippe unten drunter extrem aus. Das habe ich nicht mal bei Liquid Lipsticks so extrem unten so mit Tuschen. Ich finde einfach, es fehlt sonst was. Ja, und das ist dann mein fertiger Look heute. Nicht so gebronzt, aber ich finde, das ist in Ordnung. Kann auch mal so sein, ne? Was sagt ihr? Ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen in diesem Format, weil es wird nicht mehr so in dieser Masse gekauft. Vergisst es, ich habe gar keinen Platz mehr. Dieser Bereich muss ich auf jeden Fall verkleinern und kommt auch zum Teil ins Wohnzimmer. Den Tisch weiß ich nicht, ob ich den einfach entsorgen werde, bei eBay reinstellen werde. Mal gucken. Und ja, das war's. Schaut mal nochmal. Wirklich wunderschön. Ich komme, Schatz, ich komme. Wirklich wunderschön und gefällt mir wirklich gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Haul, Try-on-Haul, auftragen und euch den Haul zeigen. Ich finde das eigentlich eine gute, wenn man nicht so viel hat. Ein extra Video ist ein bisschen überflüssig. So zwischendurch kann ich euch mal was zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!